Hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen zur aktuellen Sendung am Freitagabend. Schön, dass ich Sie wieder begrüßen darf. Ja, seit 25 Jahren gibt es am Weißenfelser Goethe-Gymnasium Musical-Aufführungen. Und die Erwartungshaltung seitens des Publikums, die ist schon enorm hoch, wird aber jedes Mal zur vollsten Zufriedenheit erfüllt. Nach Gries und der Zeitreise in die 60er wagten sich die Schüler dieses Mal ja an einem Musical aus der Feder von Tobias Künzel. Elixier ist ein rockiges Musical und gleichzeitig die 13. Produktion der Bildungseinrichtung. Am Freitag oder am vergangenen Freitag, dem 24. Februar, wurde in der Aula die große Premiere gefeiert und Steffen Barfuß war mit der Kamera dabei. Am 24. Februar war es wieder soweit. Hunderte Zuschauer strömten am frühen Abend ins Goethe-Gymnasium, um der Premiere des neuen Musicals beizuwohnen. Bereits zum 13. Mal haben die Schüler unter der bewährten Anleitung von Edwina Teichert und Felicitas Jordan ein Musical einstudiert. Seit 25 Jahren ist das nun schon Tradition am Weißenfelser Gymnasium. Damit vor und hinter der Bühne alles klappt, ist viel Organisation nötig. Diese liegt auch für die aktuelle Produktion wieder in königlichen Händen. Die besondere Herausforderung bei diesem Musical, erstens ist es unser 13. und das ist natürlich eine Glückszahl. Und der Autor kommt aus der Gegend, Tobias Künzel von den Prinzen. Und wir wollten natürlich uns nicht blamieren. Das ist das Erste. Zweitens wollten wir das Ambiente im Schulhaus ein bisschen gestalten und haben auf den Fluren eine entsprechende DDR-Ausstellung gemacht, um das auch den Schülern diese Zeit etwas näher zu bringen. Wie aufwendig ist es denn, neben dem Schulbetrieb sowas noch auf die Beine zu stellen, zu organisieren? Sehr aufwendig, muss ich sagen. Wir sind am Limit manchmal. Unterricht geht vor, ist klar. Aber die Schüler sollen ja immer motiviert werden und sind auch motiviert. Aber manchmal ist es wirklich schwierig. Aber uns macht es Spaß und das ist die größte Motivation. Und die Schüler, denke ich, auf der Bühne zeigen das auch. Für Cornelia König ist dieses Musical etwas Besonderes. Nicht nur, weil es das 13. ist. Wie viel Musicals macht denn die Frau König noch mit? Im aktiven Schuldienst sollte es das letzte sein, es sei denn, die Musical-Frauen sind schnell. Aber ein bisschen Atem holen wollen sie ja auch noch. Also das nächste Mal dann nur noch als Besucherin? Ja, mal sehen. Auch diesmal drängen sich hunderte Zuschauer in die ausverkaufte Aula. Und die Erwartungen waren hoch, stand doch das Musical Elixier von Kathi Naumann und dem Prinzen Tobias Künzel auf dem Programm. Oh, sieh nur, da oben, die Sterne. Wunderschön. Vom Inhalt des Stückes wollen wir nur so viel verraten. Es geht um eine junge Liebe in Bitterfeld im Jahr 1978 und ja, den Rest sehen Sie sich am besten selbst an. Das Duo Teichert-Jordan hat es auch diesmal wieder geschafft, mit den jungen Darstellern etwas ganz Besonderes auf die Beine oder besser Bühne zu bringen. Nicht, dass es uns so sehr interessiert, wir sind nur gerne informiert. Die sind alle unheimlich motiviert und geben alle ihr Allerbestes. Das ist auch sehr rührend. Also ich habe zwischendurch selbst Pipi in den Augen gehabt, weil die sind toll. Klar sind die Talente an so einer Schule auch unterschiedlich verteilt. Die Betty ist ganz toll. Die geben alle ihr Bestes. Und ich habe geguckt natürlich besonders auf den Hagen. Den habe ich damals gespielt in Leipzig. Und der macht es auch total super. Ja, absolut. Aber ich will jetzt niemanden vorheben, also sind wirklich alle klasse. Wie kommt man denn auf die Idee, so ein Stück in die alten DDR-Zeiten zu setzen? Ja, weil wir daherkommen, weil das ja irgendwie auch unsere Jugend ist. Und für uns dieser Knick, den wir jetzt gleich im zweiten Akt sehen werden, den haben wir ja genauso erlebt. Ne? Das ist irgendwie unsere Geschichte. Und eigentlich jeder Autor versucht ja irgendwie das, was ihn am meisten bewegt hat, umzusetzen und in irgendein Werk zu fassen. Und das ist unsere Geschichte und die haben wir umgesetzt. Gab es da lange zu überlegen, als die Schule auf Sie zugekommen ist und gefragt hat, dürfen wir es aufführen? Nö, gar nicht. Also wir haben jetzt schon eine Weile unterhalten, also die haben ja irgendwie bei uns angerufen.
Und ich habe mich dann ins Büro gesetzt und eine Weile mich unterhalten und versucht, so subtil rauszukriegen, was denn das ist. Und habe ich schon mitgekriegt, dass das wirklich schon für so Schulverhältnisse extrem professionell abläuft. Also die machen das wirklich total super. Die haben auch wirklich lange Zeit sich vorbereitet. Und man merkt auch, dass da keiner oder keine dabei ist, die das machen muss oder müssen, sondern dass sie das auch wollen. Und das ist unheimlich wichtig. Also ich wünsche mir solche Aktionen bundesweit an möglichst allen Gymnasien. Auch das Publikum war voller Lobes. Also mir gefällt es ganz ausgezeichnet und ich freue mich immer über die Initiative, über den Elan der Jugendlichen. Es ist immer kein leichter Stoff für sie. Sie spielen ja immer irgendwo Jüngere oder Ältere, wie sie selber sind. Aber wenn man sieht, die Begeisterung, wie sie das gelernt haben, wie sie das machen, die Ausstrahlung, es ist einfach schön und ich kann einfach sagen, danke sagen für die vielen Musicals, die an diesem Goethe-Gymnasium bisher gemacht worden sind. Weiter so und vielen, vielen Dank. Für Lars Meinhardt, der beim letzten Musical die Schüler als Schlagzeuger der Band live unterstützte, war der Abend doppelt erfolgreich. Er holte sich ein besonderes Autogramm. Das ist ein Schlagzeugstock der Prinzen von 1996 ungefähr und von dem Ali Zieme, das ist der Schlagzeuger der Prinzen, und ich habe jetzt Tobias Künzel gebeten, ihn zu signieren, das hat er gern gemacht. Und wie gefällt es bis jetzt? Sehr gut, ich freue mich, durfte ja beim letzten Musical am Schlagzeug selber mitspielen und jetzt ist es schön, auch mal im Publikum zu sitzen und zuzugucken, es ist wieder sehr schön gemacht, also Kompliment an alle Schüler, Lehrer, die da hinten dranhängen, es ist wie immer ganz hohes Niveau und schön gemacht. 6 Aufführungen sind bisher geplant und bis auf ein paar Restkarten sind diese jetzt schon fast ausverkauft. War wirklich ist empfehlenswert, wer Zeit und Lust hat, sollte sich wirklich mal ins Gymnasium bewegen, um sich das Stück anzugucken. Es geht gar nicht so sehr um unser Stück, sondern einfach um zu sehen, was die Kids hier so auf die Beine gestellt haben mit ihren Lehrern zusammen, dass es also doch noch Hoffnung gibt. Ja, nach so viel Musik, da kommen wir jetzt erst einmal zu den Nachrichten. Was war los in der vergangenen Woche hier bei uns im Burgenlandkreis? Und das Ganze sehen Sie jetzt kurz und kompakt. Am 28. Februar übernahm die MIPRAG ihre jungen Facharbeiter nach erfolgreichem Abschluss der Prüfung in befristete Arbeitsverträge. Zur feierlichen Übergabe gratulierten Heinz Junge, Geschäftsführer Personal und Arbeitsdirektor der MIPRAG, Frank Frenzel als Betriebsratsvorsitzender, Dieter Stier Mitglied des Bundestages und Frank Puschendorf als Bürgermeister der Stadt Teuchern. Von den 19 Industriemechanikern und 4 Elektronikern kommen 17 aus Sachsen-Anhalt, 5 aus Sachsen und einer aus Thüringen. Die MIPRAG zählt zu den größten Arbeitgebern und Ausbildern in der Region. Von Beginn an bildet das Unternehmen junge Leute in verschiedenen, überwiegend technischen Berufen aus. Seit 1995 absolvierten über 830 junge Menschen eine 2-, 3- bzw. 3,5-jährige Facharbeiterausbildung bei der MIPRAG. In den vergangenen 16 Jahren konnten mehr als 470 Jungfacharbeitern unbefristete und 39 befristete Arbeitsverträge angeboten werden. Das Bergbauunternehmen setzte 2016 mehr als 4 Millionen Euro für die eigene Ausbildung ein. 11 Ausbilder betreuen im Jahresdurchschnitt über 140 Auszubildende in den Berufen Industriemechaniker, Elektroniker, Maschinen- und Anlagenführer sowie Kauffrau und Kaufmann für Büromanagement, Zerspannungsmechaniker sowie Chemielaborantinnen. Auch im Jahr 2017 bildet dann die MIPRAG wieder neue Auszubildende aus. Die Volkshochschule Burgenlandkreis überzeugte erneut mit Qualität. Das bestätigte Gutachterin Bettina Strümpf am Montag in Zeitz. Denn die Bildungseinrichtung konnte ein sogenanntes Retestierungsverfahren ihres Qualitätsmanagementsystems erfolgreich abschließen. Soll heißen, der VHS wurde ein weiteres Mal der Nachweis erbracht, dass sie ihren qualitativen Standards bei den Lernangeboten gerecht wird. Das Zertifikat gilt für einen Zeitraum von 4 Jahren. Als sichtbares Zeichen gab es am Montag den Kunstdruck eines Netzwerkbildes des Künstlers Guido Kratz überreicht. Jede Kachel steht für eine Bildungseinrichtung.
Für die allererste Zertifizierung bekam die VHS vor 12 Jahren eine reale Kachel. Mittlerweile ist die Bildungseinrichtung im Burgenlandkreis auf dem Kunstdruck eine unter vielen Volkshochschulen. Hereinspaziert hieß es am 28.02. beim Tag der offenen Tür der WBG in Zeitz. Diese stellte eine ihrer neu gebauten Stadtvillen vor. Mit großem Andrang wollten die Interessenten die Stadtvilla mit einer Wohnfläche von ca. 110 Quadratmetern besichtigen. Insgesamt 6 Villen und ein Mehrfamilienhaus entstehen in der Rudolf-Breitscheid-Straße. Die Lage der Villen ist ruhig und mit viel Grün. Auch Einkaufsmöglichkeiten sind in der Nähe sowie eine Schule und Kindertagesstätte. Die Stadtvillen verfügen über 4 Zimmer und eine Grundstücksfläche von ca. 640 Quadratmetern. Bezugsfertig sind die Wohnungen Ende des 3. Quartals bzw. Anfang des 4. Quartals 2017. Die Wohnungen verfügen über einen Garten, der von den zukünftigen Mietern selbst gestaltet werden kann. Moin Großer, alles Gute zum 18. Sei nicht traurig. Freu dich auf deine Freiheit. Ab heute stressfrei wohnen bei der WVW. Rico Möbel. Wir bringen Farbe in ihr Leben. Auch im Alter schöner wohnen. In einem angenehmen Umfeld. Wohnbau Theissen bietet Wohnen mit Ansprache und Geselligkeit in der neuen Begegnungsstätte Pekinger Straße in Zeitz. Übernachtungsmöglichkeiten gesucht? Die neuen Gästewohnungen sind geschmackvoll eingerichtet, auch für Behinderte entsprechend ausgebaut. Wohnbau Theissen, Weißenfelser Straße 6 in Theissen. Die Urlaubszeit kann kommen. Mit dem passenden Ahorn Camper haben Sie alles an Bord, was Sie für einen gelungenen Urlaub brauchen. Jetzt neu Verkauf und Vermietung von Wohnmobilen bei Renault Autohaus Schulze, Ihrem zuverlässigen Partner in Weißenfels. Ja, und morgen kommt in das Weißenfelser Kulturhaus die Trommelshow des Jahres. Red Attack, die heizen zur Ladies Night das Publikum, wie gesagt, im Kulturhaus Weißenfels so richtig ein. Und das heißt, 2 Trommler, 4 Hände, 8 Gliedmaßen, 50 Instrumente, 1000 Ideen, die werden zu einem Herzschlag. Weitere Tipps und Termine, die haben wir ja wieder für Sie in unseren Veranstaltungstipps. Machen Sie eine Zeitreise mit 6 ausgesuchten Weinen aus der Schatzkammer der Freiburger Winzervereinigung, gepaart mit aktuellen Weinen und begleitet von kulinarischen Genüssen. Das Ganze findet am Samstag, den 4. März ab 18 Uhr in der Freiburger Winzervereinigung statt. Um Voranmeldung wird gebeten. Seit 25 Jahren gibt es am Goethe-Gymnasium Weißenfels Musical-Aufführungen. Die 13. Produktion hatte am 24. Februar Premiere. Elixier, ein rockiges Musical aus der Feder von Tobias Günzel von den Prinzen, entführt sie in die 70er Jahre. Der Inhalt ist kurz erzählt. Wer liebt, der möchte den Zustand und das Gefühl für immer behalten. Dazu braucht man das Jugendelixier, das die Gruppe an die Zuschauer ausschenkt. Probieren Sie, ob und wie es wirkt. Mehr darüber erfahren Sie am Samstag, den 4. März in der Aula des Goethe-Gymnasiums. Beginn ist um 19 Uhr.
bleiben wir gleich bei Musicals und der West Side Story. Das ist provokantes Fingerschnippen der Straßengangs, Aufheulen der Polizeisirenen, fliegende Röcke der Puerto Ricanerinnen über den Dächern New Yorks, ewige Liebe und verhängnisvolle Feindschaft in den heruntergekommenen Hinterhöfen Manhattans. Und natürlich die Songs wie zum Beispiel Maria, Tonight und Somewhere. Inspiriert durch Shakespeares unsterbliche Liebesgeschichte von Romeo und Julia schufen die Autoren Leonard Bernstein und Arthur Lawrence sowie Stephen Sondheim ein mitreißendes Musical. Es wurde von den Autoren als packende Love Story in die Neuzeit übertragen. Ein zeitloses Thema, denn auch heute noch gäbe es zum Thema Verhältnis zwischen Fremden und Einheimischen eine Menge zu sagen. Dazu können Sie sich am Samstag, den 4. März, im Hüzet Kultur- und Kongresszentrum selbst überzeugen. Los geht's um 19.30 Uhr. Mitreißend, kraftvoll, perfekt, einzigartig, verrückt, witzig und mit großer virtuoser Leichtigkeit kreieren Reddy und Trumbull den Rhythmus des Lebens. Zwei Trommler, vier Hände, acht Gliedmaßen, 50 Instrumente und 1000 Ideen. Sie alle werden zu einem Herzschlag. We are ready to Trumbull. Und das Ganze nur für Ladies bei der Ladies Night. Einlass ist am Samstag, den 4. März ab 19 Uhr im Weißenfelser Kulturhaus. Beginn ist dann um 19.30 Uhr. Ab 22 Uhr steigt dann eine Aftershow-Party mit Top-DJ Hannes Meineck. For Men Open. Erleben Sie die auffühlende Zeitreise eines Musikstudenten aus dem Heute durch die Historie zu sich selbst und zu seiner großen Liebe. Was? Wer wagt es? Willkommen daheim. Unser Slogan ist unser Versprechen. Wir sind ein Puzzlestein in Ihrem Leben und haben das facettenreichste Wohnungs- und Gewerberaumangebot in der Elsterstadt. WBG Zeitz, Ihr kommunaler Partner rund ums Wohnen. Große Schatten werfen ihre Ereignisse voraus. Was ist los? Jetzt, meine Damen und Herren, ist die Katze aus dem Sack. Ich will da gar nicht hin, die Manier. Zu meiner allerersten Sendung Marco Schietz Spezial. Großartig, der beste Schauspieler in dem ganzen Film. Ja, genau so. Schneebedeckt sind die Berge, aber nur im kalten Winter. Was für ein epochaler Satz. Von einer gelungenen Aktion kann hier überhaupt keine Rede sein. Ein satirischer Jahresrückblick von und mit Marco Schied. Auf vielfachen Wunsch gibt es ihn jetzt auf DVD. Danke erstmal. Erhältlich im Nähkästchen im E-Center Weißenfels und bei Ixilon, der Geschenkeboutique im Einkaufszentrum Schöne Aussicht in Leisling.
Wer kennt sie nicht, Hedwig, kurz Mahler? Am 18. Februar 1867 als, und jetzt muss ich ablesen, Ernestine Friederike Elisabeth Mahler in Nebra geboren. Erinnert noch heute ihr Geburtshaus in der Laternengasse an die unermüdliche Schriftstellerin. Zu ihrem 150. Geburtstag wurde in Nebra so allerhand geboten, wie zum Beispiel, und das ist selbstverständlich, eine Führung durch ihr Heimathaus. Aber es gab auch Lesungen und eine Sonderausstellung. Wie heißt es sinngemäß in vielen Geschichten? Und wenn sie nicht gestorben wäre, dann hätte sie ihren 150. Geburtstag selbst gefeiert. Gemeint ist Hedwig Kurz Mahler, eine der erfolgreichsten deutschen Autorinnen, die in Nebra am 18. Februar vor 150 Jahren das Licht der Welt erblickte. Hedwig Kurz Mahler war ja eine Vielschreiberin, die 1867 hier in Nebra geboren wurde. Ab 1905 sind von ihr in gebundener Form Bücher erschienen. Das heißt bis 1948 über 200 Bücher. Das sind natürlich nicht alles Romane gewesen. Es gab natürlich auch Kurzgeschichten in Novellen, Erzählungen, Gedichtbände. Also sie hat die so ziemlich diese Bandbreite bedient. Wir haben als Archiv angefangen, uns mit Hedwig Kurz Mahler zu beschäftigen und sammeln alles, was Hedwig Kurz Mahler jemals geschrieben hatte, beziehungsweise was über Hedwig Kurz Mahler geschrieben wurde. Das heißt, wir haben umfangreiche Sekundärliteratur über Hedwig Kurz Mahler. Interessierte hatten an ihrem 150. Geburtstag die Möglichkeit, sich über die Autorin ein umfangreiches Bild zu verschaffen. Soweit das zumindest möglich ist, denn Privates gab Hedwig Kurz Mahler nicht allzu viel Preis. Es gibt viele Geschichten um die Geschichtenschreiberin, bei denen man nicht weiß, ob das alles wirklich so war. Wir haben Bücher von 1905, zum Beispiel Die Scheinehe, das war ihr erster Roman, der in gebundener Form erschienen ist, und als letztes Flucht in den Frieden 1948. So haben wir von jedem Roman mindestens ein Exemplar. Leider haben wir natürlich noch nicht die gesamte Bandbreite gesammelt. Das heißt, Hedwig Kurz Mahler ist im Laufe ihres Lebens bzw. bis heute in mehr als 40 verschiedenen Verlagen erschienen. Und so haben wir natürlich noch nicht alles. Der Start ins Leben war für Hedwig Kurz Mahler alles andere als optimal. Ihr Vater starb noch vor ihrer Geburt. Hedwig Kurz Mahler ist als uneheliches Kind im Elternhaus ihres zum damaligen Zeitpunkt schon verstorbenen Vaters geboren. Hier in Nebra in der Laternengasse 1. Sie war in Weißenfels bei einer Familie Bürgner, das war ein Schuster-Ehepaar, untergebracht, da ihre Mutter in Leipzig gearbeitet hat. Dann Hedwig Kurz Mahler ging ab ihrem 12. Lebensjahr auch nach Leipzig, um ihre Mutter im Haushalt zu unterstützen. Die Schule verließ sie also relativ früh. Nicht die besten Voraussetzungen für eine Karriere als Schriftstellerin. Sie arbeitete mit 14 Jahren als Dienstmädchen. Mit der Literatur kam sie als Vorleserin für eine alte Dame in der Familie ihres Arbeitgebers in Berührung. 17-jährig wurde ihre erste Erzählung in einer Lokalzeitung abgedruckt. Sie heiratete 1889 Fritz Kurz, wohnte ab da in Halle. Dort kamen auch ihre beiden Töchter Margarete und Friede zur Welt. Und ab 1895 lebte sie dann in Chemnitz. Dort hatte ihr Mann einen recht guten Posten in einer Möbelfirma bekommen, sodass sie in Chemnitzer Gesellschaft gehen konnten. Und da begann dann ihre, ich würde mal sagen, bessere Zeit. Dort öffneten sich gesellschaftliche Türen. 1904 veröffentlichte sie im Chemnitzer Tageblatt in Fortsetzungen ihren ersten Roman Licht und Schatten. Ein Jahr später zog die Familie nach Berlin. Dort begann eine intensive Schaffensperiode.
ab 1905 ist ihr erstes Buch erschienen, dann die erste Zeit noch von verschiedensten Verlagen und ab 1912 bekam sie einen Exklusivverlag vom Leipziger Rotbart Verlag. Und damit war sie wirklich die Star-Autorin schlechthin. Sie war schon vor dem Ersten Weltkrieg Millionärin. Die ersten Romane wie Die wilde Ursula und Ich lasse dich nicht, die brachten sehr hohe Zahlen ein. Dann waren auch ihre anderen Romane, besonders im Ersten Weltkrieg, sehr erfolgreich. Das heißt, sie hatten schon bis zu 1920 die Millionengrenze also geknackt. Stellt sich die Frage, was war der Grund für diesen Erfolg? Was faszinierte andere an Hedwig Kurzmaler, um sogar eine Lesereihe zu starten? Das Faszinierende ist, ich sage jetzt mal gar nicht so sehr die Romane selber, das ist jetzt nicht ganz so mein Fall, wobei man da ruhig schon mal ein, zwei lesen kann. Mich hat die Persönlichkeit sehr fasziniert und auch die Tatsache, warum man sowas liest, also oder auch solche Filme guckt, wie Rosamunde Pilcher zum Beispiel, das ist ja eigentlich ähnlich gelagert und das ist, glaube ich, die Sehnsucht nach der heilen Welt und so, man will sich da so ein bisschen wegträumen, so wie es Leben nicht ist, so ist es aber eben in den Büchern oder in diesen Filmen und das war so mein Anliegen dabei gewesen, ja. Das Anliegen bezog sich auf ihr Buch über Hedwig Kurzmaler, was sie zusammen mit Julia Semmer schrieb und sich mit den Wurzeln des Liebesromanes befasst. Sehr spannend ist einfach, dass sie selber, Hedwig Kurzmaler, über ihr Leben viele Märchen erzählt hat und die Töchter auch nochmal, sodass es immer ganz schwer ist, rauszukriegen, was ist denn jetzt wirklich gewesen und was ist dazu erfunden. Also das ist so ein Prinzip, das zieht sich bis eigentlich zu ihrem Tod durch. Also die eine Tochter hat erzählt, sie ist mit einem Roman von Eugenie Marlitt, ich weiß nicht, wie sie ausgesprochen wird, die kommt ja hier auch aus der Region, das ist ja ihr großes Vorbild gewesen, mit einem Buch von der gestorben, halte ich auch für ein Märchen. Also gibt es kein Foto davon. Das hat einfach die Tochter behauptet, um dieses Märchen, glaube ich, auch nochmal so weiterzuspinnen. Während der Zeit des Nationalsozialismus wurde kaum noch etwas Neues von ihr veröffentlicht. Es gab auch Bestrebungen, dass sie ihre Werke nach den Wünschen der Nationalsozialisten ausrichtet. Wobei ihre Bücher weiterhin verkauft worden sind. Also sie hat aber nichts veröffentlicht in der Zeit. Was aber auch interessant ist, ist eben, dass es sowohl im Ersten Weltkrieg als auch im Zweiten Weltkrieg Feldausgaben von ihren Romanen gegeben hat, die halt dann dort an der Front gelesen worden sind. Also dann anscheinend auch von Männern, weil man immer sagt, das ist reine Frauenliteratur. Ja. Kritiker warfen Hedwig Kurzmaler schon zu Lebzeiten vor, eigentlich immer wieder das gleiche Buch zu schreiben. Und ich habe ein Buch mitgebracht, und zwar Die Inselprinzessin. Und ich habe Die Inselprinzessin gelesen. Ich muss gestehen, Hedwig Kurzmaler war in meiner Lektüre oft nicht vorhanden. Und habe mitgekriegt, der Plot stimmt. Man liest dieses Buch zu Ende und man liest ganz viele Bücher zu Ende. Also es geht vorsichtig los. Und dann gibt es den Konflikt natürlich, Konflikt, Konflikt. Und alle denken, es wird schwierig. Dieser Konflikt wird nicht gelöst. Aber dann, alles wird gut. Und zuletzt gibt es die große Liebe. Ja, und wenn Sie einen großen deutschen Fernsehsender am Sonntagabend einschalten würden, dann sehen Sie also morgen auch Rosamunde Pilcher ganz in der Tradition und der Erinnerung von Hedwig Kurzmaler. Was die Quantität der Veröffentlichungen betrifft, war Hedwig Kurzmaler die erste. Und dieser Seichtheit, und wir müssen ja daran denken, dass die Leserinnen, vor allen Dingen Leserinnen, mit der großen literaturwissenschaftlichen Lesekultur wenig am Hut haben. Und solche Literatur und solche Romane natürlich fantastisch finden. Heute wie gestern. Denken wir an das Traumschiff oder Gute Zeiten, Schlechte Zeiten. Alles nach dem gleichen Muster, alles nach dem Muster Kurzmaler. Ab 1935 lebte sie mit ihrer Familie samt Töchtern und Schwiegersöhnen am Tegernsee. Von Schicksalsschlägen blieb sie allerdings nicht verschont. Ihr Mann starb 1936. Ihre Schwiegersöhne nahmen sich als Jude in einem Arbeitslager bzw. wegen schwerer Krankheit das Leben. Ihre Tochter Elfriede Bürkner erhielt 1941 Schreibverbot und wurde nach dem Heimtückegesetz zu 28 Monaten Haft und Zwangsarbeit verurteilt. Tochter Margarete Elzer wurde 1941 aus der Reichsschrifttumskammer ausgeschlossen und durfte nichts mehr veröffentlichen. Hedwig Kurzmaler starb im November 1950 in ihrem Haus am Tegernsee.
Wer noch mehr über diese Ausnahmeschriftstellerin erfahren möchte, findet in Nebra eine kompetente Anlaufstelle. Ja, es ist eigentlich März und der hat gerade erst begonnen. Aber manchmal denkt man, man ist schon im April, weil das Wetter weiß so nicht richtig, was es will, wie es in den nächsten 3 Tagen mit dem Wetter weitergeht, wie es aussieht, auf was wir uns einstellen müssen. Hier unsere Wettervorschau. Am Samstag ist es heiter, teils wolkig und niederschlagsfrei. Bei schwachem Wind aus südlicher Richtung steigt die Temperatur auf frühlingshafte 13 bis 17 Grad. In der Nacht zum Sonntag überwiegt starke Bewölkung, Regen fällt aber nicht. Der Wind weht schwach aus Süd bis Südwest, die Tiefstwerte der Temperatur liegen zwischen 7 und 3 Grad. Am Sonntag schafft es die Sonne nur vorübergehend, sich gegen die meist dichten Wolken durchzusetzen. Regen fällt aber nur vereinzelt. Der Wind weht im Mittel schwach bis mäßig und böig. Im Tiefland werden stellenweise Windböen erwartet. Die Temperatur erreicht 10 bis 13 Grad. In der Nacht zum Montag bleibt die Wolkendecke geschlossen. Gelegentlich fällt etwas Regen. Bei schwachem Wind aus Südost fällt die Temperatur auf 3 bis 0 Grad. Am Montag ist es wolkig, hin und wieder kann sich aber auch mal die Sonne durchsetzen. Es ist aber nur vereinzelt mit Niederschlag zu rechnen. Die Quecksilbersäule kann auf 10 bis 12 Grad klettern. Es weht weiterhin ein mäßiger bis starker Wind aus südwestlicher Richtung. Das war sie schon wieder, unsere aktuelle Sendung am Freitagabend. Ich hoffe, es waren wieder interessante Themen auch für Sie mit dabei. Wir sehen uns wieder, wenn Sie möchten, zur nächsten aktuellen Sendung am Dienstagabend. Jetzt wünsche ich Ihnen erst einmal ein schönes Wochenende. Genießen Sie dasselbige, machen Sie das Beste draus. Tschüss, machen Sie es gut.